Wir kommen zur Regionalliga, siebter Spieltag. Der erste FC Düren auswärts heute angetreten beim ersten FC Bocholt. Nach der letzten Partie zu Hause musste heute etwas Positives wieder mit nach Hause gebracht werden. Wir sind gespannt, was unser Trainer Christopher Fetz zu der Partie in Bocholt uns berichten kann. Am Ende ist die Frage, war es wirklich ein gerechtes Unentschieden? Guten Abend. Servus. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Wir sind leider wieder sehr, sehr schlecht in die Partie reingekommen, hat uns ein bisschen Intensität gefehlt, sind früh in den Rückstand geraten, trotzdem haben wir danach eine gute Reaktion gezeigt, sind nicht zusammengebrochen, sondern sind stabil geblieben, anders als beim letzten Spiel haben wir unsere Lehren rausgezogen und uns weiterentwickelt. In der zweiten Halbzeit haben wir gute Reaktion gezeigt, sind weiterhin stabil gewesen, konnten ein bisschen mehr nach vorne spielen, haben eine andere Intensität auf den Platz bekommen und dann denke ich auch folgerichtig. Ja, wenn man über die erste Halbzeit sieht, als Trainer in der ersten Minute bereits nach 45 Sekunden zurückgelegen, saß der Trainer überhaupt schon auf der Bank? Ich setze mich grundsätzlich nicht auf die Bank, aber es war natürlich ein Schockmoment. Haben uns kurz geschüttelt, aber dann mussten wir natürlich weitermachen. Ja, kurz geschüttelt heißt aber wahrscheinlich die ersten 10, 15 Minuten musste man das erstmal verdauen, dass man überhaupt mal, sag ich mal, die Situation von Bocholt auf dem Schirm hat, oder? Im Kern wussten wir eigentlich auch im Vorfeld schon, was uns erwartet. Trotzdem war der Moment natürlich erstmal unangenehm. Gerade wenn man so früh im Spiel dann in den Rückstand gerät. Aber ja, die Jungs sind dann gut genug und konnten dann einfach versuchen, wieder den Kopf auf Null zu setzen. Ja, heute die Startelf wieder mit Vincent Geimer, der Torgarant. So nennt man ihn ja schon in Düren. Ich glaube, er hat heute nach 20, 22, 23 Minuten schon ein Zeichen gesetzt, ne? Er hat eine unfassbare Abschlussqualität, seine Standards sind sehr gefährlich. Heute auch wieder gezeigt, leider heute nicht das Glück gehabt, dass der Ball dann reinspringt, rausgesprungen, aber ja. Ja, zur Halbzeit zurückgelegen. Was macht man denn mit einer Mannschaft, sag ich mal, die nach einer Minute schon den Nackenschlag bekommen hat? Als Trainer, was macht man in der Kabine besser oder man stellt sie um oder man nimmt neues Personal zur Hilfe, um die zweiten 45 Minuten dementsprechend mit Erfolg abzuschließen? Von allen ein bisschen. Auf der einen Seite Jungs aufgebaut, auf der anderen Seite personelle Wechsel vorgenommen und taktisch kleine Umstellungen. Ja, und dadurch sind wir dann in Summe, glaube ich, auch mit den ganzen kleinen Rädchen, an denen wir gedreht haben, besser ins Spiel reingekommen. Aber man muss auch sagen, dass das jetzt nicht alles schlecht war in der ersten Halbzeit. Da hat nicht viel gefehlt, es waren immer kleine Details und die Details haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Ja, Sie haben es angesprochen in den letzten Tagen schon in den Medien, dass Sie Ihre Startelf jetzt hier bei dem Spiel in Bocholt umstellen wollten und Sie hatten aus dem letzten Spiel so die Lehre gezogen. Wie gut war denn die Pausenzeit von knapp 3 Wochen für die Mannschaft? Dadurch, dass wir noch das Benefiz-Turnier hatten, hatten wir letztendlich gar nicht so wahnsinnig viel Pause. Es war nur von der Spannung her, vom Kopf her sind wir natürlich ein bisschen runtergefahren, aber rein von der Belastung her hatten wir nur 3 Tage Pause. Es war, glaube ich, wichtig, Köpfe frei zu kriegen, es war auch wichtig, neuen Anlauf zu nehmen. Da werden wir sicher in den nächsten Wochen auch noch von zehren. Gehen wir mal auf die Halbzeit, auf die Wechsel zur zweiten Halbzeit. Mit welchen Beweggründen, frage ich jetzt einfach mal so, haben Sie die beiden Wechsel vorgenommen? Wir wollten auf der einen Seite ein bisschen stärker über das Zentrum spielen, auf der anderen Seite wollten wir ein bisschen mehr Power über den Flügel entwickeln, sowohl über den rechten Flügel, wo wir Efrem Kalonji reingebracht haben, als auch über Mordo Getsus, den wir dann auch als Linksverteidiger reingebracht haben. Das heißt, es ging am Ende um Intensität in die Offensive. Der Ausgleich nach rund 50 Minuten über einen Standard, über eine Ecke? Der Ausgleich, ja, über eine Kontersituation nach einer Ecke von Bocholt, wo wir dann einfach ja die Qualitäten und den Speed, den die Jungs dann mitbringen, einfach ausgenutzt haben, indem sie sich dann einfach im Konterspiel durchgesetzt haben. Nach dem Ausgleich wurde das Spiel ein bisschen, sag ich mal, taktisch oder hektisch von beiden Seiten. Die eine oder andere Großchance liegen gelassen. Ist am Ende, es tut das doch schon ein bisschen weh, oder? Oh, also ich glaube, es war ein sehr attraktives Spiel für Zuschauer, für neutrale Zuschauer. Viele Highlights aus beiden Seiten und beide Teams hatten die Möglichkeit, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Für den Trainer ist es natürlich sehr anstrengend, so eine Partie. Und ich gehe nicht mit einer Enttäuschung raus, in der Hoffnung, wir hätten das Spiel gewinnen können, weil Bocholt jetzt genauso konnte. Und von da muss man realistisch sein und das sind wir. Realistisch mit dem Unentschieden, also am Ende doch zufrieden? Den nehmen wir auf jeden Fall mit, hätte man das im Vorfeld gesagt. Dann hätten wir es wahrscheinlich auch so unterschrieben, weil wir einfach wussten, wie gut Bocholt ist. Und wir kennen unsere Rolle auch in der Liga.
Für uns geht es nur darum, 40 Punkte möglichst schnell zu erreichen. Da sind wir aktuell auf einem guten Weg. Wird noch harte Zeiten geben. Es gab auch schon harte Zeiten und jetzt war es einfach wichtig, dass wir heute hier einen Punkt mitnehmen, um dann wieder auf dem richtigen Weg auch zu bleiben. Ja, Sie haben es angesprochen, die 40 Punkte, 11 haben wir jetzt nach 7 Spielen und die Regionalliga ist genauso wie die anderen Ligen, die dritte oder Bundesliga, butterscharf in allen Richtungen. Wie sehen Sie nun die nächsten Aufgaben, vor allem das kommende Spiel gegen den Aufsteiger? Die Liga ist unfassbar eng. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das letzte Mal die Liga derart eng war. Auch so nach den ersten Wochen, also wenig Punkte in beide Richtungen. Wir wissen, dass jede Aufgabe in den nächsten 8 Wochen bis zur Winterpause knüppelhart sein wird. Und ja, das ist nächste Woche auch. Wir kennen KFC Uerdingen sehr gut, wissen, dass da viel Intensität, viel Mentalität auf uns zukommen wird. Und von daher wird das für uns eine sehr, sehr große Aufgabe. Christopher Fetz auf dem Wege von Bocholt nach Düren. Vielen Dank für das Telefonat und ein angenehmes Wochenende.